In Gesprächen zum Thema Geldanlage und Altersvorsorge erlebe ich es immer wieder, dass das Thema Inflation völlig außer Acht gelassen wird. Inflation hat zwar jeder schon mal gehört, aber wie die funktioniert, was sie bedeutet und was man dagegen tun kann, das wissen die wenigsten. Deshalb habe ich mich entschlossen, ich mache jetzt einfach mal ein Video, um aufzuklären, was ist Inflation, was bedeutet das für dich und was kannst du dagegen tun. Wie kannst du dich gegen die weitreichenden Folgen der Inflation schützen? Hi, ich bin der Thomas und in diesem Video sprechen wir über die böse Inflation. Bist du zum ersten Mal hier auf dem Kanal? Gefällt dir, was du siehst? Darfst du gern abonnieren, würde mich sehr freuen. Wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook folgen möchtest, tu das sehr gern. Da kriegst du jeden Tag aktuelles Wissen rund um Thema Finanzen, Versicherung, Geldanlage, Absicherung. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Was ist eine Inflation? Wie entsteht eine Inflation? Was ist eine gefühlte Inflation? Was solltest du bei einer Geldanlage beachten, um einer Inflation entgegenzuwirken, um dich vor den Folgen einer Inflation zu schützen? Was ist Inflation? Erster Punkt. In der Volkswirtschaftslehre bezeichnet die Inflation die anhaltende Erhöhung des Preisniveaus für Güter und für Dienstleistungen. Heißt im umgekehrten Sinne, du verlierst Kaufkraft für Güter und für Dienstleistungen. Du bekommst also für 100 Euro weniger von der gleichen Ware, als du es heute bekommst. Und die Inflation wird immer in Prozent angegeben. Eine Inflation, also eine Preissteigerung von knapp 2% bis 2% gegenüber dem Vorjahr, ist normal und das wird auch von den Zentralbanken angestrebt. Denn dadurch erfolgt eine Abgrenzung zur Deflation, also das Preisniveau sinkt bei einer Deflation, wird dadurch erreicht. Nun wird aber nicht jede Ware und jede Dienstleistung jedes Jahr um 2% teurer. Die Zentralbanken bedienen sich der sogenannten Warenkörbe, die das Kaufverhalten einer gewissen Region, eines gewissen Landes widerspiegelt. In Deutschland wird sich am Verbraucherpreisindex orientiert. Das ist ein spezieller Index, der auch Qualitätsveränderungen gerade im technologischen Bereich berücksichtigt. Ansonsten sind in diesen Warenkörben Güter des täglichen Verbrauchs drin. Da ist Kleidung, Nahrung, Benzin, Miete, Strom, alles was man so, auch der Kinobesuch, das wird alles in diesen Warenkorb hineingepackt, um dann zu ermitteln, um wie viel Prozent sich im Vergleich zum Vorjahr verändert haben und das gibt dann die Inflation in Prozent wieder. Wie kommt es denn nun zur Inflation? An der Entstehung der Inflation können mehrere Faktoren beteiligt sein. Zum einen kann die Zentralbank die Geldmenge erhöhen, also sie schmeißt die Druckerpresse an, um die Wirtschaft anzukurbeln, um die Kaufkraft anzukurbeln, um Geld in den Markt zu pumpen. Durch das mehr Geld in den Markt pumpen, durch mehr Liquidität schaffen, wird die allgemeine Nachfrage erhöht. Das hat zur Folge, dass der Anbieter von Produkten und Dienstleistungen die erhöhte Nachfrage nutzt, um die Preise anzuheben. Die Preise steigen aber auch, wenn für ein gewisses Produkt die Nachfrage so groß ist, dass der Hersteller, der Anbieter des Produktes die Nachfrage gar nicht so schnell bedienen kann. Um dem entgegenzuwirken, dass die Nachfrage dann immer noch größer wird, wird er ebenfalls den Preis nach oben setzen, um dadurch die Nachfrage zu verringern. Und wenn dann die Konsumenten, also du und ich, nicht auf ein anderes Produkt ausweichen können, weil nur dieser eine Anbieter oder diese wenigen Anbieter dieses Produkt haben, aber die nicht so schnell liefern können, wird der Preis immer weiter nach oben steigen und das führt ebenfalls zu einer Inflation. Ein dritter Punkt, wie eine Inflation entstehen kann, wenn flächendeckend Produktionskosten steigen, Energiepreise steigen, die Förderung für irgendwelche Rohstoffe steigen, die Transportkosten der Rohstoffe aus irgendwelchen anderen Ländern, anderen Regionen steigen. Das ist ebenfalls, oder hat ebenfalls zur Folge, dass die Preise steigen und Preise steigen heißt Inflation. Also zusammenfassend, wir haben die Gelddruckmaschine der EZB, wir haben eine zu große Nachfrage oder wir haben erhöhte Herstellungskosten für die Waren oder Dienstleistungen, die wir dementsprechend beziehen wollen. Kommen wir zur gefühlten Inflation.
Die gefühlte Inflation ist in der Regel höher, als die Inflation tatsächlich ist. Welche Güter in den Warenkorb einfließen, lässt sich am Preiskaleidoskop, das man im Internet einsehen kann, des Statistischen Bundesamtes nachvollziehen. Die Methode zur Bestimmung des Warenkorbes ist nicht ganz unumstritten. So fließen in diesen Warenkorb kurzlebige und langlebige Güter ein. Der Durchschnittshaushalt kauft aber in der Regel mehr kurzlebige Güter. Und wenn diese kurzlebigen Güter dann im Preis schneller und höher steigen als die langlebigen Güter, die im Gegensatz dazu aber höher gewichtet sind, so kommt es zur gefühlt höheren Inflation, was aber im Normalfall nicht der richtigen Inflation entspricht. Das lässt sich ganz gut am Beispiel Einführung des Euros im Jahre 2002 erklären. 2002 sind die Preise für kurzlebige Güter extrem schnell, extrem hoch gestiegen, sodass der Begriff Teuro, den kennt sicher ein oder andere von euch, im Umlauf kam und die gefühlte Inflation extrem hoch war. Die reguläre Inflation in diesem Jahr lag aber trotzdem unter 2%, hat also nicht das widergespiegelt, was in der Öffentlichkeit als gefühlte Inflation wahrgenommen worden ist. Was machst du jetzt mit den Informationen? Was musst du beachten? Wie kannst du das, was du jetzt gehört oder gelernt hast, für deine Geldanlagen langfristig oder für deine Altersvorsorge, wie kannst du das anwenden? Du hast 2 bis 4 Monatsgelder als Liquiditätsgrundlage auf dem Konto, als flexible Rücklagen? Nicht? Dann solltest du als erstes damit anfangen und musst dich über Inflation gar keine Gedanken machen. Hast du das? Dann kannst du für diesen Bereich, für diese Summe und für alle anderen Geldanlagen, die so 2 bis 3 Jahre Anlagehorizont haben, die Inflation vernachlässigen. Hast du allerdings oder willst du Geldanlagen tätigen, die längerfristig sind, 5 Jahre plus oder auch sogar für deine Altersvorsorge, dann kommst du an die Inflation nicht vorbei. Denn wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Inflation von 2 bis 3% pro Jahr gegenüber dem Vorjahr, hat das zur Folge, dass alle 30 Jahre halbiert sich der Wert deines Geldes. Ich muss das nochmal sagen. Alle 30 Jahre halbiert sich der Wert des Geldes. Und bitte nagel mir nicht fest, ob es jetzt 28 sind oder 32 oder 27,5. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Es kommt ja immer darauf an, wie die Inflation im letzten Jahr war. Ob es immer 3%, immer 2% oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass sich die Kaufkraft verringert. Das heißt also, um bei dem Beispiel von den 100 Euro von vorhin zu bleiben, du bekommst also für diese 100 Euro in 30 Jahren nur noch die Hälfte der Waren, die du heute dafür bekommst. Gutes Beispiel lässt sich an der deutschen Rentenversicherung festmachen, also an deinem Rentenbescheid, den du bekommst. Nehmen wir mal an, da steht drin, du bekommst mit 67 eine Altersrente von 1.500 Euro und du hast noch 30 Jahre Zeit, bis du in Rente gehst. Dann bekommst du mit 67 eine 1.500 Euro Altersrente gezahlt, hast aber nur noch eine Kaufkraft von 750 Euro. Und wenn du heute als Beispiel für deine Wohnungsmiete 750 Euro bezahlst, würdest du mit 1.500 Euro 2 Monate hinkommen. Im Rentenalter kommst du aber mit 1.500 Euro nur noch einen Monat hin. Das ist Inflation, das bedeutet Halbierung der Kaufkraft nach 30 Jahren. Die Rendite deiner Geldanlage sollte also mindestens die Inflation widerspiegeln. Also mindestens 3% Rendite solltest du erzielen. Rendite meint der Gewinn einer Geldanlage nach Abzug aller Kosten, auch Steuer. Steuer ist auch Kosten. Rendite ist gleich Gewinn einer Geldanlage nach Abzug aller Kosten. Mit diesen 3% hast du deine Geldanlage zwar nicht vermehrt, also hast nicht die Kaufkraft vermehrt, du hast sie aber zumindest stabil gehalten. Je höher die Rendite einer Geldanlage ist, umso höher ist das wahrscheinliche Risiko einer Geldanlage. Um dieses Risiko aber im Rahmen zu halten oder im Zaum zu halten, kannst du mit einem strukturierten Investmentdepot der ganzen Sache ein bisschen entgegenwirken. Strukturiertes Investmentdepot bedeutet, du baust dir verschiedene Anlageprodukte. Nimmst nicht nur einen Fonds, eine Geldanlage, machst verschiedene Anlageprodukte und setzt dir bei jedem dieser Anlageprodukte unterschiedliche Schwerpunkte aus den Anlegergrundsätzen. Sicherheit, Verfügbarkeit, Flexibilität, Rendite, Risikobereitschaft und Steuer. Das heißt, wenn dann mal eine Geldanlage, die etwas höheres Risiko hat,
einen Kursabschlag hinnehmen musste und du aber in dem Augenblick gerade Geld benötigst, hast du irgendwo noch andere Geldanlagen, bei denen du mehr auf Sicherheit Wert gelegt hast und kannst darauf zurückgreifen und musst nicht mit Verlusten aus deiner Geldanlage rausgehen. So, fassen wir es zum Schluss nochmal zusammen. Du solltest bei einer Geldanlage, die länger als 5 Jahre dauert, immer sachwertgebundene Anlageformen nehmen. Immobilien, Aktien, Fonds. Du solltest bei einer Geldanlage, die länger als 5 Jahre dauert, versuchen, immer mindestens 3%, also mindestens die Höhe der Inflation, an Rendite zu erzielen. Rendite bedeutet der Gewinn einer Geldanlage nach Abzug aller Kosten. Langfristgeldanlagen immer sachwertgebunden. Kurzfristig nicht ganz so wichtig, langfristig sachwertgebunden. So, das soll es gewesen sein zum Thema Inflation. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was du noch wissen willst, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib es gerne in die Kommentare, schick mir eine Nachricht, auch gerne über meine Homepage, es ist völlig egal, ich werde es auf jeden Fall beantworten. Bist du völlig anderer Meinung, habe ich irgendwas total einen Schwachsinn erzählt, schreib es in die Kommentare, ich bin für Kritik offen. Wenn es dir gefallen hat, sei so gut, gib mir bitte einen Daumen hoch, das hilft, das Video nach vorne zu bringen und dementsprechend anderen Leuten ebenfalls die Möglichkeit zu geben, sich darum zu informieren. Wenn du den Kanal abonnierst, gibt es jede Woche ein neues Video, das dich zum Thema Versicherung oder Geldanlagen allgemein informiert, und Instagram, Facebook, jeden Tag bin ich da zugegen und warte mit neuen News auf. Lass es gut gehen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.